Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kakane Crossfire 2. Ja, wir sind hier wieder im finalen Kampf gegen die Mutanten. Waren das letzte Hallöchen. Mal, Motion ja, Sonder dabei Captain. erstmal ein paar von den Receiving. Robotern schon nach drüben zu bringen, Link, weil wir haben Confirmation vor, connected. die nächste Ebene zu Transport active. erobern und das, ja, das dauert noch ein bisschen. Link, confirmed. Beziehungsweise Drivers engaged. müssen wir da noch ein paar nach drüben transportieren. Motion data captured. Wir Transfer erkunden active. erstmal die Lage, schauen uns erstmal Relocating. alles so ein bisschen an. Ich muss noch Drivers mal ganz engaged. kurz nach Motion drüben. data captured. Ja, Transfer gut, haut alles active. hin. Ja, das ist jetzt gewollt mit dem Flugzeug. Wir müssen ja auch gucken, wie so die Lage hier ist. Hat zumindest schon mal den ersten Testflug schon mal grob Link überlebt. drivers engaged. Motion data captured. So, wir können es ja hier drüben wieder reparieren. Paar Bomber machen wir und noch ein paar von den starken Soldaten. Relocating. Und dann könnten wir quasi schon mal anfangen, die obere Hälfte so ein bisschen zu Link zerstören. drivers engaged. Ja, ich sehe schon, die wollen das hier nutzen. Das sollen sie erstmal Motion machen. data captured. Receiving. Ich glaube, den Bohrturm Firing lasse ich acquired. erstmal stehen. Den sollen sie ruhig erstmal da besetzt lassen, weil wenn ich wirklich wieder Tankwagen Awaiting bauen will, instruction könnte das data eine gute captured. Gelegenheit sein. Receiving So, link awaiting instructions. ihr könnt schon mal nach oben. Motion data captured. Receiving. Und ich Relocating. merke schon, die werden hier einfach nicht reinkommen auf meine Insel. So, wir werden jetzt noch nicht so grob angreifen. Wir warten noch ein bisschen, bis ein paar mit rübergekommen sind. Ihr seht auch noch, der Gegner ist noch selber so ein bisschen im Aufbau. Die sind auch Awaiting noch nicht so data ganz captured. fertig. Transfer active. Relocating. Also wir Awaiting liegen instructions. sehr gut im Zeitplan. Motion data captured. Jetzt müssen wir es bloß schaffen, da so ein bisschen, ja, an Schaden zu gewinnen, ne? Receiving. Also an Truppen Relocating. zu gewinnen, so rum. Ist Awaiting schon motion spät, data tut mir captured. leid. Zack. Transfer active. Link confirmed. Awaiting instructions. So, ich würde sagen, jetzt überlegen wir uns erstmal. Also der Bootturm bleibt auf jeden Fall stehen. Wir Motion data müssen jetzt captured. ganz taktisch vorgehen, weil wir haben hier Initiating eine kill. ganz starke Waffe. Relocating. Activated. Die möchte ich erstmal noch in Ruhe Connected. lassen. Receiving. Link confirmed. Awaiting Motion instructions. data Captured. zurück, Active zurück, zurück. progress. Sehr gut. Awaiting Das war schon instructions. mal der erste Streich. Connected. Jetzt können wir schon Initiating mal kill. versuchen, die Waffe zu Link zerstören. confirmed. Activated. Connected. Nutzen das jetzt mit allen zusammen. Attack in progress. Na, schaffen wir's, schaffen wir's. Sehr gut. Receiving. Also schon mal ein Motion data schwieriger relocating Part drivers haben wir schon mal engaged. geschafft. Connected. Target Wir acquired. können unseren Bomber bloß noch nicht nutzen. Das Problem ist, hier ist immer noch viel zu viel Luftabwehr mit im Spiel. Aber das ist, wenn ich genau geguckt habe, Awaiting nur instructions. Motion data captured. oberhalb von dieser Einflugs-, also Sniper Einfahrt gone. quasi. Warning. Unit damaged. Sit Ich hoffe together. natürlich, wir können jetzt diesen Berg da oben erstmal halten. Awaiting Relocating. instructions. Awaiting Bring gleich mal noch einen instructions. Reparaturdienst mit rüber. Transfer active. Link transfer active. Der soll uns hier mal helfen, Motion damit data wir das da captured. oben nicht verlieren.
Weil die sind auch jetzt schon sehr gut ausgebildet, ne? So, du gehst gleich mal ans Werk. Und hilfst gleich mal mit. So, wir holen derweil noch den nächsten mit rüber. Jetzt müsste ich mal gucken, wie gehen wir als nächstes vor. Wir holen auf jeden Fall noch mehr mit rüber. Das steht auf jeden Fall fest. Boturm bleibt weiterhin. Ah, unseren Einheiten geht's gut. Den nehmen wir gleich wieder mit rüber. Der kostet mehr als genug Energie. Die müssen wir jetzt nicht verschwenden. So, und dann im Gegenzug können wir dann schon wieder noch jemand weiteren mit rüber holen. Zack, einmal raus und wieder rüber. Machen wir gleich noch ein paar mehr. Den kannst du ausladen. Relocating, awaiting instructions. Motion data receiving. So, jetzt haben wir 4 volle Einheiten. In einer sehr gefährlichen Stelle der Mutanten. Weil wir, die haben da oben jetzt alles, was an Ölgewinnungs, ja, mit dazugehört, haben sie ja da oben auf dem Berg. Set to kill. Awaiting instructions. So, einmal rüber. Du wieder rein. Und ich sehe auch schon, die haben da oben schon wieder so eine starke Waffe. Oh, jetzt müssen wir aber aufpassen. Ah, einen haben wir verloren. Ja, das hat trotzdem gut geklappt. Den können wir mit rübernehmen. Nehmen wir mal das, was am schnellsten kaputt geht. Du gehst gleich mit rein. Bisher konnten wir die Stelle eigentlich relativ gut halten, ne? Ja, sie versuchen halt immer wieder ihre Stelle da zu halten. Gut, dass wir da noch ein paar Handwerker mit oben haben. Macht erstmal das nächste Schweinchen. Und so weniger könnt ihr uns dann entgegensetzen. Ja, gut, erstmal das. Bis er fertig repariert hat. Ach, Mist. Ja gut, ist nichts Wichtiges, war aber Luftverteidigung. Versuchen schon wieder gleich zu provozieren, ne? Kriegen wir das tot? Jawohl. Das Blöde ist, sie treffen uns ja trotzdem, selbst wenn wir auf dem Hügel drauf sind, weil wir noch in dieser, ja, quasi wie Einfahrt sind, ne? Wir das jetzt mit weg.
Na, das sieht gut aus. Das kriegt man doch wohin, ja? Sehr gut. So. Jetzt gehen wir auf die oberen los. Also bisher haben wir relativ gute Chancen, ne? Wir müssen halt bloß noch immer wieder verhindern, dass die versuchen, über die Zelte das oben zu reparieren, ne? Das ist immer noch das Problem. Und wir dürfen uns halt nicht immer angreifen lassen. Ja, nächste Waffe wird zerstört. Wir holen derweil erstmal noch ein paar mit rüber. Ja, mittlerweile jetzt auch ein großer Teil der Luftverteidigung weg. Aber ich sehe, die haben trotzdem noch unten welche. Unten noch diesen mobilen und drüben noch eben neue Luftverteidigung. Das heißt also, es wird immer noch nicht so ganz was mit den Bombern. Da gehen wir erstmal weiterhin noch zu Fuß. Ja, ich versuche erstmal die Waffe zu zerstören. Immer wieder neue Leute mit rüberholen. Das kommt mir sowas von bekannt vor bei den Überlebenden, wo wir da auch gegen die Roboter den finalen Kampf hatten. Immer wieder nachholen. Ach, immer wieder dieselben hier. Diese blöden Zelte, die nerven sowas von. Die nutzen wirklich ihre Kraft aus diesen Zelten immer wieder. Die nächsten gleich wieder mit rüberholen. Dadurch, dass sie jetzt mit dieser Waffe da beschäftigt sind, können die gar nicht das oben reparieren, merke ich gerade. Dürfen da auf keinen Fall nachgeben. Immer wieder nachproduzieren. Ach, sie haben die Waffe geschafft. Wunderbar. Gleich wieder rüber. Na, eben konnten sie jetzt doch mal besiegen. Ich will jetzt unbedingt die Zelte zerstören. Weil die nerven mich so wirklich so richtig heftig. Erstmal die Luftverteidigung erstmal wieder reparieren. Und das. Bauen jetzt gleich mal selber welche, weil die haben es hier wirklich drauf abgesehen. Relocating connected. Relocating connected. Motion data captured. Ja, ein Zelt haben sie schon weniger. Gehen wir jetzt aufs nächste. Na, seid trotzdem vorsichtig wegen der Waffen. Data captured.
Wir nehmen den jetzt quasi eigentlich die Reparaturquelle. Oh, Vorsicht, Vorsicht. So, wir gehen jetzt mal langsam nach unten. Nutzen das, dass die sich oben selber die Waffe zugebaut haben. So, jetzt geht's weiter nach unten. Ach, die Waffe. Geht mal nach oben. Das bringt nichts. Fast zerstört und dann... Kriegen wir das hin? Nee, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Ach doch noch... Ah, da unten ist doch noch so ein blödes Zelt. Mist. Jetzt reicht's mir. Ihr seid die Eins. Jetzt gehen wir als erstes mal auf den los. Wir müssen die Waffen hier zerstören. Das nervt sowas von. Haut das Ding weg, los. Sehr gut. Okay. Du gleich mit rein. Sehr gut, wir haben ihn weg. Jetzt können wir hier loslegen. Ach, immer noch die Waffen. Ich meine diese Zelte. Da holen sie wieder ihre ganze Kraft raus. Kriegt er das hin, ohne getroffen zu werden? Nein, eher nicht. Naja, gut, es geht. So können wir jetzt erstmal die Waffen nach und nach zerstören. It is so. Ihr könnt jetzt erstmal wieder nach oben gehen. Empfangt erstmal schön die ganzen Käfer. Werden erstmal schön alle geschrottet. Kannst gleich wieder rüber gehen. Da brauchen wir gleich wieder Nachschub. Arbeiten alle schön Hand in Hand. Das läuft super. So, du gleich wieder mit hoch. Die Waffe konnten sie auch nicht mehr halten. Wunderbar. Ich glaube, mit den Luftangriffen kümmere ich mich erstmal um die ganz starken Waffen, ne? Um die Extremfälle. Du gleich wieder mit runter. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die 1, also die Luftangriffe, wieder auf die nächste starke Waffe. Wir kümmern uns jetzt quasi erstmal nur um den unteren Bereich. Ah, das konnten sie wieder reparieren. Ich muss mich wirklich zu diesem Zelt auch durcharbeiten. Wenn das noch weg ist, dann haben sie echt gar keine Chance mehr. Enter, come on.
Geht immer mit runterhelfen. Sehr gut, das nächste weg. Ja. Kommen wir jetzt schon zum Zelt. Jetzt ist Schluss mit Reparieren hier. Wir kümmern uns gleich mal um den hier, wenn wir das hier weggemacht haben. Enter, come on. Set to kill. Awaiting initiative. Wir halten uns mal fern von der anderen Waffe. Ah, der zwingt uns quasi dort mit rüber. Aber meine Flugzeuge haben schon erfolgreich die Waffe zerstört. Sehr gut. So ist hier unten eigentlich so gut wie gar keine Gefahr mehr. Wir nehmen gleich noch einen Bomber mit. Machen es gleich unendlich viel. Weil wenn wir dann richtig loslegen können, dann geht es hier wieder schön zur Sache. Sehr gut. Das Schöne ist, sie kriegen jetzt eigentlich quasi das, was hier unten ist, eigentlich locker weg. Wo wir dann wieder Hilfe brauchen werden, wird dann wieder oben der Bereich sein, weil es da wieder diese starke Waffe ist. Aber ansonsten geht's eigentlich. Versuchen erstmal wieder gleich eine neue Tankstelle zu errichten. Ah, wir haben schon wieder neue, die mit rüber können. Von den anderen merke ich bis jetzt noch nichts. Hä? Die haben ja auch auf der anderen Seite noch welche. Na gut, aber ich sehe schon, die Zeit ist auch schon wieder rum. Die untere Hälfte haben wir erobert. Wie es in der nächsten Folge weitergeht, da dürft ihr gern gespannt sein. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Paddy und ciao.